Wie auch immer man es macht. In meinem Ressort gibt es einen Krisenstab. Der Krisenstab hält ständigen Kontakt zu den Betrieben und Unternehmen, im Übrigen auch noch zusätzlich zur Nordwestbahn und zur Deutschen Bahn. Es gibt einen regelmäßigen Austausch auch mit dem Bundesverkehrsministerium, dem Bundesumweltministerium und den anderen Ministerien. Das ist ganz wichtig, einmal weil wir in Bremen natürlich keine Alleingänge machen wollen, aber auch weil wir uns austauschen wollen und gegenseitig auch lernen, wie machen das andere Kommunen. Ich konnte mich frühzeitig davon überzeugen, dass alle Unternehmen und Betriebe über aktuelle Pandemiepläne verfügen, die jetzt ja auch sukzessiv greifen und dazu beitragen, dass wir die öffentliche Daseinsvorsorge gewährleisten können. Ziel ist es, die erforderlichen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Sie können sich das vorstellen, wie wichtig das ist, weiterhin Trinkwasser, Strom, Gas zu haben, aber auch für Abwasser- und Müllentsorgung zu sorgen. Wir müssen auch gleichzeitig Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen tragen. Das heißt, sie auch bestmöglich schützen, damit sie eben für die wichtigen Aufgaben zur Verfügung stehen. Einmal möchte ich darauf hinweisen und auch nochmal eine Lanze brechen für die örtliche Landwirtschaft, die uns nämlich mit regionalen Produkten versorgt, aber auch nochmal den Appell an alle zu richten, keine Hamsterkäufe zu machen. Dafür gibt es keinen Anlass. Es sind genug Waren, es ist auch genug an Benzin im Land. Aber wenn einer anfängt, im Supermarkt zu hamstern und alle anderen das nachmachen, dann müssen wir eben auch gucken, wie wir den Nachschub gewährleisten. Das heißt, die LKWs müssen dann die Supermärkte nach wie vor auch anlaufen können. Das ist der Grund, warum wir Verkehrsminister auch letzte Woche schon das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für LKWs aufgehoben haben, damit wir gewährleisten können, dass eben die Logistikketten nicht abbrechen. Das ist das oberste Ziel, dass Tankstellen und Supermärkte weiter mit den ganzen Produkten versorgt werden können. Vielleicht auch als Verkehrssenatorin in Absprache mit Frau Schilling möchte ich das noch erwähnen. Wir haben auch für diese Krisenzeit das Nachtflugverbot aufgehoben, weil es wichtig ist, dass alle Menschen, die noch irgendwo im Ausland sind, auch zurückkommen können nach Bremen. Das wollen wir gewährleisten. Hintergrund ist, dass europaweit die Fluglotsen schon ausgedünnt sind. Und wir ein großes Interesse haben, dass keiner irgendwo strandet, der zurück nach Bremen kommen will. Deswegen ist das Nachtflugverbot für diese Zeit aufgehoben. Zum ÖPNV wird Herr Müller gleich was sagen. Ab morgen gilt ja der Sonntagsfahrplan. Ich möchte einmal, weil heute auch schon, gerade ist es bei mir angekommen, Vorwürfe auftauchten, dass das unverantwortlich sei, dass man jetzt das Fahrangebot des ÖPNVs reduzieren würde. Von einfach einsteigen kam der Vorwurf. Ich möchte sagen, dass die BSAG im höchsten Maße verantwortlich und sensibel mit der Situation umgeht, sich ganz genau angeschaut hat, wie das Fahrgastaufkommen ist, auch das ständig ja evaluiert und das Ziel ja ist von uns allen, dass wir einen stabilen Fahrplan haben und eine Verlässlichkeit und auch weiterhin alle Linien bedient werden und es nicht zu einer Einstellung von Linien kommt. Wir haben abgewartet, weil ab gestern ja dann die Schulen und Kitas geschlossen wurden. Deswegen ist auch der Fahrplan an ein vermindertes Fahrgastaufkommen auch angepasst. Deswegen auch mit zeitlicher Verzögerung. Ich finde das im höchsten Maße verantwortlich und unverantwortlich, finde ich, was anderes zu fordern, was wahrscheinlich eher zu Komplikationen im ÖPNV führen würde. Unsere oberste Zielsetzung, vielleicht darf ich das vorwegstellen, ist tatsächlich die Mobilität, die Mobilitätsanforderungen der Menschen hier in dieser Stadt so weit aufrecht zu erhalten, wie es nur irgend geht. Denn auch in diesen kritischen Zeiten
gibt es Menschen, die eben nicht in der Lage sind, mit anderen Fahrzeugen oder auf irgendeinem anderen Wege sich zu bewegen. Es gibt Arztbesuche, die zu erledigen sind, es gibt auch noch andere Anforderungen. Es gibt Menschen, die auch täglich zur Arbeit müssen, das haben wir auch gerade gehört, nämlich auch die, die in der Daseinsvorsorge an anderer Stelle arbeiten, müssen da irgendwie hinkommen. Und unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass das auch gelingen kann. Allerdings, und damit haben wir uns in den letzten Tagen intensiv beschäftigt, wird das in eingeschränkter Form ab morgen nur noch durchgeführt werden können und sinnvollerweise, darf ich vielleicht sagen, auch durchgeführt werden. Denn wir erleben ja durch die Maßnahmen, die gestern verkündet wurden und die ab morgen respektive heute Nacht greifen, dass sich auch das gesellschaftliche Leben verändert. Es gibt auch Einschränkungen der Anforderungen an die Mobilitätsbedürfnisse, sodass wir uns entschieden haben, dem Rechnung zu tragen, indem wir ab morgen, also die ab morgen, nicht ab heute Nacht, sondern ab morgen tatsächlich einen eingeschränkten Fahrplan anbieten werden, der basiert auf dem Sonntagsfahrplan. Und dieser Sonntagsfahrplan wird aber nicht eins zu eins übernommen, nicht, dass jetzt jemand einen Schreck bekommt und sagt, wir fahren nur noch im Halbstundentakt. Die Details werden wir Ihnen nachher auch noch aushändigen. Ich erspare mir jetzt im Einzelnen die Linien vorzulesen, aber der Sonntagsfahrplan wird dahingehend angereichert, dass wir in der Hauptverkehrszeiten, also alle, die in irgendeiner Form eine Arbeitsstätte erreichen müssen, dass wir den dann sozusagen verdichten, die Takte verdichten auf einen Viertelstundentakt, also viermal in der Stunde fahren werden. Es wird, wie im Sonntagsfahrplan eben auch vorgesehen, es gibt ein paar Linien, das ist noch nicht mal eine Handvoll oder eine knappe Handvoll, die im Sonntagsfahrplan gar nicht angeboten werden. Das werden wir auch beibehalten. Dazu gehört, und das will ich auch vorwegnehmen, dazu gehört die Linie 5, also die Straßenbahnlinie, die an der Überseestadt vorbeifährt. Gleichwohl ist es unser Job auch zu sehen, dass wir unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen, aber auch, und das ist selbstverständlich, die Kunden, die wir transportieren. Und unsere Mitarbeiter sind natürlich in besonderem Maße dem Kundenkontakt ausgesetzt. Das erschließt sich Ihnen allen, wenn Sie Bus oder Bahn benutzen. Und deswegen ist es für uns auch ganz besonders wichtig, darauf zu schauen, was geschieht in den nächsten Tagen, wie voll werden die Fahrzeuge. Die Flexibilität, da noch etwas gegenzusteuern, die haben wir. Solange, und das muss ich auch vorwegschicken, solange bei uns, bei der Bremer Straßenbahn, die Infektionsquote nicht ansteigt. Wir haben bis heute Morgen aktuell keinen mindestens bekannten Infektionsfall im Unternehmen. Woran wir im Moment noch stark arbeiten, das darf ich noch ergänzend sagen, ist, unser Informationssystem muss natürlich, das Digitale, aber natürlich auch das mit Aushängen, also in der analogen Form, muss sehr stark jetzt angepasst und geändert werden. Wir werden versuchen, alle Fahrplanänderungen und die wesentlichen digital darzustellen. Das wird, bitte sehen Sie es uns nach, morgen noch nicht zu 100% funktionieren. Also wir haben die Fahrplaner-App im VBN. Da werden wir versuchen, möglichst alle Fahrten abzubilden. Ob das gelingen wird, werden die nächsten Tage zeigen. Wir werden einen digitalen Fahrgast anzeigen, die aktuellen Abfahrtzeiten darstellen können und wir werden sonstige Informationsmedien, die uns zur Verfügung stehen, natürlich auch das Internet, nutzen, um den Kunden die Informationen rechtzeitig planmäßig zukommen zu lassen, wann fahren wir denn und wie fahren wir denn, welche Linien bewegen sich wie, so wie sie das üblicherweise gewohnt sind. Wie gesagt, das wird vielleicht noch etwas ruckelig werden in den nächsten Tagen, sehen Sie uns das nach, aber wir sind relativ sicher, dass sich das schnell einreguliert. Ein Thema, was auch immer wieder hochkam, ist, ja, der Fahrkartenerwerb ist im Moment in den Bussen mindestens ausgesetzt. Also in den Bussen haben wir keine Automaten. Da ist ja der Fahrkartenverkauf findet bei den Fahrerinnen und Fahrern statt. Das haben wir aktuell ja eingestellt, indem wir die Tür 1 auch nicht mehr öffnen oder schon jetzt einige Tage schon nicht mehr öffnen. Was passiert denn, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, mir eine Fahrkarte zu kaufen? Auch da gehen wir großzügig ran. Das kann sicher passieren, das wissen wir, denn wir wissen auch nicht, ob die Vorverkaufsstellen dauerhaft aufbleiben werden. Unsere eigenen personenbedienten Vorverkaufsstellen, wir haben 3 Stück an der Zahl,
eine in Fegesack, eine am Hauptbahnhof und eine in der Domsheide, sind möglicherweise ja auch von der Schließung betroffen. Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen, sodass wir sagen, die Kontrollen, die wir sonst durchführen, die werden wir nicht in dem Maße durchführen, wenn überhaupt noch weiter durchführen, denn das halten wir nicht für sinnvoll, den Diskussionen mit den Menschen zu führen, die tatsächlich nicht in der Lage waren, sich da eine Fahrkarte zu kaufen. Also das vielleicht vorweggestellt. Eine andere Frage, die auch noch immer aufkam, ist die Frage nach Kulanz für die Dauerkartenbesitzer, also für die Zeitkarten, für die Abonnenteninhaber. Wenn ich jetzt hier nicht fahren kann, weil ich in der Quarantäne, was auch immer passiert, weil ich auf Anordnung da zu Hause bleiben muss, gibt es da Kulanzregelungen? Dazu darf ich sagen, da gibt es überhaupt noch keine Klärung. Das regeln wir wird über den Verbund zu regeln sein, in Diskussion mit dem Aufgabenträger, natürlich auch mit allen anderen Beteiligten. Das ist im Moment ein Prozess, der in Bearbeitung ist, vielleicht so viel an der Stelle. Wir haben uns in den letzten Tagen die Entwicklung natürlich des Fahrgastaufkommens genau angeschaut, auch wenn das keine 100% Indikation ist für das, was ab morgen wahrscheinlich passiert oder passieren wird und zunehmend dann in den nächsten Tagen. Aber wir haben eben auf Basis dieser Erkenntnisse uns schon so positioniert, dass wir sagen können, es ist uns schon klar, wenn wir mit weniger Fahrzeugen unterwegs sind und der gleichen Menge Mensch, dass wir dann die Menschen auf engerem Raum verdichten, was natürlich völlig kontraproduktiv ist, dass das nicht passieren wird und passieren soll. Und wir werden auch, so dass an einigen Stellen auftritt, deswegen sagte ich das, wir werden im Moment noch die Flexibilität haben, da auch nachzusteuern, aber wir denken, das reguliert sich auch von selbst ein, allein aufgrund der Entwicklung im gesellschaftlichen Leben. Also da sind wir mit großer Sorgfalt rangegangen und auch mit Augenmaß. Und wie gesagt, falls es an der einen oder anderen Stelle tatsächlich erkennbar wird, können wir nachsteuern. Im Bereich der Müllabfuhr gibt es auch eine Prioritätenliste. Priorität 1 ganz oben ist natürlich die Abholung des Restmülls. Und auch die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen sowie Stadtplatzreinigung. Klar, in Zeiten einer Pandemie muss alles dafür getan werden, dass dort eben auch aus Hygienegründen Müll entsorgt wird. Priorität 2 ist natürlich auch Abholung des Bioabfalls und dann natürlich auch weiterhin die Papierabfuhr. Ich würde sagen, so viel erstmal zu diesen Bereichen. Sie sehen, unser Ziel ist es, im Bereich der Daseinsvorsorge, der Fähr- und Entsorgung alles stabil zu halten und der Bevölkerung weiterhin eben das, was sie auch tagtäglich brauchen, an Strom, Wasser, Trinkwasser, Abwasser, dass wir das weiterhin gewährleisten.